Also. Anlässlich. Sagen Sie mal, Herr Kollege, Entschuldigung, dass ich noch, Sie wollten ja, ja gerade beginnen, dass ich kurz unterbreche, aber ich habe noch eine Frage. Bitte. Sagen Sie mal, haben Sie denn schon einen Tarnanzug? Ja, aber selbstverständlich, sonst ist man doch gar nicht gesellschaftsfähig ohne Tarnanzug. Haben Sie eigentlich schon einen Tarnanzug? Nein, ja, da wird es aber allerhöchste Zeit. Ja, also, da wird es aber wirklich höchste Zeit. Denn sonst nicht. Sonst können Sie ja nicht ins Feld fliegen, wenn Sie keinen Tarnanzug haben. Ne? Aber natürlich, wer einen Tarnanzug hat, der fliegt nach dem Mittagessen ins Feld. Man springt erstmal morgens um 7 Uhr in den Tarnanzug hinein. Ja, und dann beginnt der Kriegsalltag mit dem Frühstück. Ja, mit Orangensaft, Cornflakes und Kaffee. Alles im Tarnanzug natürlich. Ne? Man kann also ruhig Flecken machen. Ja, aber hat ja schließlich mehrere davon. Mehrere. Ja, mehrere Tarnanzüge. General Tarnvater Schwarzkopf bestimmt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Norman Schwarzkopf am Golf nur einen Tarnanzug hat. Mit dem er auch ins Bett geht natürlich. Und nicht? Das Bett ist auch noch mit einer Tarnplane bedeckt. Nein, solche Männer haben doch meistens mehrere Tarnanzüge. Natürlich. Zum Wechseln. Jeden Tag einen ganz frischen neuen Tarnanzug. Obwohl es ja manche Feldherren gegeben hat, die ihren schlichten Soldatenrock nie ausgezogen haben. Nicht? Bis zum Endsieg. Ja. Aber die Amerikaner sind ja da hygienischer, die packen ja die Windeln ihrer Kinder auch noch mit der Kneifzange an. Ne? Ja, und sie geben ja einem auch selten die Hand. Na, so stecken die Hände immer in die Hosentaschen. Immer ja, besonders wenn sie vor dem Weißen Haus stehen und sagen, der Krieg läuft planmäßig. Nach dem Frühstück steigt General Norman Schwarzkopf in seine Kampfstiefel. Größe, ja. Größe 45. Und fährt zur Kommandozentrale. Im Tarnanzug natürlich. Sagen Sie mal, dass Karl Lagerfeld da noch nichts für Männer draus gebastelt hat. Das will er nicht. Einen Tarnanzug fürs Arbeitsessen mit Geschäftsfreunden. Aber das kommt jetzt sicher noch, jetzt wenn die neue Weltordnung kommt, kommt ja, das bestimmt. Aber vorerst residiert Norman Schwarzkopf, auf dessen Nachttisch das Buch Infanterie greift anliegt von unserem Wüstenfuchs Rommel, in einem Raum, in dem nur ein Tisch, ein Stuhl und ein Bett stehen. Und an der Wand hängt eine doppelläufige Flinte. Und neben dem Bett liegt ein Federschmuck der Osage-Indianer. Nach dem Mittagessen? Meistens nur Salat. Fliegt er im Tarnanzug ins Feld. Wo er am liebsten ist. Seine Vorbilder sind alles nur Männer, die selbst vorne im Dreck gelegen und gestanden haben. Kopf ab, Helm auf. Alexander den Großen bewundert er am meisten. Dann isst er im Tarnanzug ein Steak. Oder ein Huhn. Und dann gibt es auf seine glasklaren Fragen... Glasklare Antworten. ...von seinen Untergebenen. Dann versucht er zu schlafen. Im Tarnanzug. Denn er muss ja jederzeit einsatzbereit sein. Ja, und sofort vor die Landkarte treten können, mit einem Stock zeigen, dass alles gut läuft. Und wenn er nicht schlafen kann... Dann zieht er den Tarnanzug nicht aus. Nein, sondern liest in Erwin Rommels Buch Infanterie greift an. Am nächsten Tag zieht er einen neuen Tarnanzug an. Und der Krieg geht wieder von vorne los. Unsichtbar getarnt, getürkt, versteckt. Einfach, aber schlicht. Nur manchmal, hat der General gesagt, manchmal träume er von massenweisen Toten unter seinen Leuten im Tarnanzug. Deshalb lautet ja auch sein Motto. Draufhauen. Draufhauen, draufhauen. So vermeiden wir unnötige Tote unter unseren Leuten. Und dann möchte er am liebsten den Tarnanzug ausziehen und nach Hause... Nach Florida gehen. Das hat er natürlich nicht gesagt. Das haben wir ihm jetzt in den Mund gelegt. Nein, Generäle sagen sowas nicht, denken sowas nicht, fühlen sowas nicht im Tarnanzug. Ich meine, ich fühle mich auch ganz wohl, ich fühle mich ganz informiert. Ich habe den ganzen Golfkrieg überstanden als Informierter. Manchmal habe ich einen eingeladen, habe ihn immer gefragt, ob er auch nichts sieht. Ja, und dann fühlten wir uns wenigstens doppelt betrogen. Und am ersten Tag, dem General, dem hier erwähnten Schwarzkopf, der übrigens, wenn Sie sich erinnern, in dem Film Verdammt in alle Ewigkeiten war der noch Sergeant. Ja. Das wissen nur die Älteren. Der Film wird ja leider nicht wiederholt. Also, der Schwarzkopf, dem habe ich aufs Wort geglaubt, als er uns vorführte am ersten Tag, ich weiß nicht, Sie können sich sicher noch erinnern, wie er mit dieser großen Bombe diese kleine Tür getroffen hat und die Tür nicht einmal beschädigt hat. Also, wenn jemand keinen Schlüssel hat, kann er mit dieser Bombe, und da habe ich gedacht, Donnerwetter. Donnerwetter, jetzt sind wir aber weit. Das wird der erste Krieg werden, der human ist, weil keine Zivilisten getroffen werden können. Die Dinger sind ja so präzise. Da fliegt so eine Bombe los mit dem festen Zielpunkt Saddam Hussein, sucht sich das Haus, wo der Hussein wohnt, merkt, dass er noch nicht zu Hause ist, fliegt so lange um das Haus rum, bis er drin ist, und dann BAUM! Das ist... Und dann...
dann ist mir schon klar geworden, warum die so einen gefährlichen Krieg überhaupt gewagt haben anzufangen. Natürlich, weil ja gar nichts passieren kann, ist doch ganz klar. Aber langsam, als ich dann so Tag für Tag dann saß, nachts, da habe ich mir so gedacht, Mensch, also ich glaube, die zeigen mir jeden Tag dasselbe Flugzeug und die wechseln nur den Hintergrund hinten aus. Also mehr UFOs von Infos, Unterhaltungsformen von Informationen. Und dann war mir ganz klar, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so gegangen ist, ich hatte das dumme Gefühl, die haben mir 6 Tage lang immer dieselbe Ente im Öl gezeigt. Und da fühlte ich mich etwas, also muss ich etwas veralbert, und da bin ich also voller Zorn wieder auf meine Zeitung umgestiegen. Und da war der Golfkrieg schon auf Seite 4 und auf Seite 1 war eine richtige Meldung für mich als informierten Bürger. Da war ich bewegt, da war ich berührt, betroffen sagt man nicht mehr. Und das habe ich gelesen, habe gedacht, wie offenherzig ich hier informiert werde. Und die Meldung lautete, Kronzucker hat eine neue Frau. Und um diese dramatische Entscheidung zu begründen, stand da ein Satz von ihm, warum das wohl gewesen ist, das Fass unserer Liebe war leer. Ich habe nochmal bei der Zeitung angerufen, ob das stimmt. Er hat es nochmal wiederholt, er sagte, jawohl, das Fass unserer Liebe war leer. Da habe ich mir gedacht, aha, die haben also ihre Liebe in einen Fass, haben sie in den Keller gestellt und wenn sie mal Liebe brauchten, dann so wie früher, hol doch mal ein bisschen Sauerkraut oder so. Dann haben sie sich ein bisschen Liebe geholt und nun war es leer. Und nun las ich, macht er mit einer anderen Frau ein neues auf. Also da fühle ich mich natürlich auf meine informationelle Grundversorgung zurückgeworfen. Aber ich habe vielleicht noch ein bisschen mehr Ehrgeiz. Ich will ein bisschen mehr wissen. Zum Beispiel will ich ganz genau wissen von meiner Zeitung, nicht? Das will ich wissen, welcher Staatssekretär von welchem Ministerium mit welchem leitenden Herrn von MBB oder Siemens einen Kredit zusammen erschwindelt haben, um Waffenlieferungen in den Osten. Also ich meine, das will ich ganz genau wissen. Und zwar mit Bild. Und Info, ganz genau, das haben die ja, ich meine, das gibt es ja alles bei den Zeitungen, nicht? Aber da sind sie sehr zurückhaltend. Ich meine, das halten sie zurück, ne? Weil das Blatt sagt sich selbstverständlich, lassen wir die Sau durchs Dorf laufen oder doch lieber die Annonce im Blatt. Und als Journalist... Journalist stehe ich dann als Mitarbeiter eines solchen Informations... Apparats stehe ich dann morgens vor dem Spiegel und sage mir, ich bin ein freier Journalist. Aber so doof, mir das zu glauben, bin ich auch wieder nicht. Ich meine, ich verstehe das, wenn jetzt jemand sagt, ich verstehe das einfach, weil ich habe zum Beispiel hinten in meinem Auto habe ich einen Aufkleber dran, ich bremse auch für Journalisten. Naja, gut, also ich kann das leicht sagen, weil unter meinem Bett liegt ja keiner, der wissen will, mit wem ich fremdgehe. Das muss übrigens ein paar Schauspieler wahnsinnig aufgeregt haben und die haben dann diese Aktion Fair Press gegründet. Das ist toll, so ein paar betagte Herren, wo ich dachte, Donnerwetter, mein Gott, die müssen doch froh sein, wenn ihnen noch jemand unter die Bettdecke gucken will. Und die rufen doch vorher sowieso immer an, wenn ihnen was Unvorhergesehenes passiert. Und gedacht habe ich mir auch, mein lieber Herr Wussow, habe ich mir gedacht, eieiei, berühmt werden und gleichzeitig fair behandelt werden wollen, das ist ambivalent, finde ich. So kann man das nicht machen, ne? Naja, also ich in dieser Hinsicht werde ich als Bürger gut informiert, da bin ich satt. Also ich kenne mich in der Wohnung von Walter Sedlmayr blind aus. Ich kenne jeden, also von jeden Tropfen kenne ich. Von unserem Spitzentrinker. Also ich wirklich, also ich bin in allem informiert. Nur von der Bundesregierung hat man in der letzten Zeit wenig gehört, finde ich. Und der Bundespressesprecher hat eine begütigende Rede gehalten über die Ursache der Steuererhöhung. Und die Rede lief so, er führte eingangs aus, er würdigte eingangs, führte dann aus, legte Wert auf die Feststellung, wobei er besonders betonte,
warnte ausdrücklich, wies noch einmal darauf hin, vergaß nicht darauf hinzuweisen, dass er durchaus die Meinung vertrete, was ihn nicht daran hindere, an alle den Appell zu richten, fügte sofort hinzu, dass er der Hoffnung Ausdruck verleihe und dieses sehr eindringlich. Ergänzend bekräftigte er, räumte ein, erinnerte daran, dass, wies zurück, und zwar ganz energisch, von 11.10 Uhr bis 11.15 Uhr wiederholte er seine Ausführungen. Da kann man als infovertierter Bürger nicht meckern. Applaus